Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine ganz, ganz tolle und besondere Karte basteln, eine besondere Kartenform. Und zeige euch am Ende des Videos eben noch weitere Ideen. Und wir starten jetzt einfach mal mit dieser Karte. Denn das ist die Karte, die wir heute zusammen machen. Das ist also so eine Klappkarte. Und das Tolle und Besondere ist, dass man hier diese Drehscheibe hat. Und dann kann man hier wunderschöne Grüße unterbringen. Und ich finde, das ist so cool. Das war mein absoluter Favorit im neuen Hauptkatalog. Und ich habe mir nur die Stanzformen bestellt. Aber ich finde, die sind so toll einsetzbar und gar nicht schwer zum Basteln. Und ja, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und wie gesagt, weitere Anlässe am Ende des Videos. Bleibt also unbedingt dran. Okay. Also, ich habe mir auch schon ein bisschen was hergerichtet, ein bisschen was ausgestanzt und zeige ich euch erstes mal das Papier, das ich benutze. Also ich habe jetzt für meine jetzige Karte benutze ich einmal Grundweiß, Tannengrün und Farngrün. Ihr könnt euch Grundweiß extra stark benutzen, je nachdem, was ihr habt oder was ihr lieber mögt. Und das Designerpapier, ja, das ist einfach nur ein traumhaft schön. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt, wahrscheinlich kunstvoll koloriert. Ich blende es euch auf jeden Fall ein. Das hat eben hier so wunderschöne Aquarellmotive, teilweise eben auch mit so wunderschönen Goldakzenten. Also das fand ich einfach nur ein Traum dafür. Aber ihr müsst es gar nicht unbedingt mit Designerpapier machen, ihr könnt es natürlich auch mit Farbkarton gestalten. Ich habe aber jetzt, wie gesagt, ein Stück Designerpapier genommen. Auf meiner ersten Karte ist der Hintergrund übrigens grüner Apfel. Das hat diese Bestellnummer. Jetzt machen wir es einfach nur einen kleinen Ticken heller, dieser Hintergrund. Fand ich nur ein bisschen harmonischer mit dem Farngrün. Okay, und was ihr dafür braucht, ist einmal für die Grundkarte, habe ich jetzt Tannengrün benutzt, 21 x 14 cm und gefalzt bei 10,5 cm. Also einfach 21 cm bei 10,5 Falzen. Wie immer die ganz normale Grundkarte habt ihr da. Dann habe ich benutzt einmal Farngrün und Flüsterweiß in den Maßen 13,5 x 10 cm. Mein flüsterweißes Papier ist dann für innen rein, mein Grundweiß. Und das habe ich schon bestempelt. Das zeige ich euch aber nachher noch auf jeden Fall. Das wird dann eben der Einleger. Und dieses Farngrün kommt dann in den Hintergrund. Und den Rest habe ich eigentlich mit Stanzformen gemacht. Und zwar, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, dass es einfach ein bisschen schneller von der Hand geht. Die Stanzformen, um die es heute geht, sind die Stanzformen der richtige Dreh. Die haben diese Bestellnummer. Und da ist alles drin, was ihr braucht. Ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten und das ist wirklich ein mega, mega schönes Stanzformen-Set, das ich euch jetzt einfach ein bisschen zeigen möchte. Das hier ist diese Auflage-Stanzform. Die habe ich mir zweimal durchgekurbelt. Einmal in Grundweiß und einmal in dem Designerpapier, das ich euch gezeigt habe. Also das brauchen wir zweimal. Dann brauchen wir einmal diese Drehscheibe. Das ist diese hier. Die stanzen wir uns einmal aus, eben auch in Grundweiß. Da nehme ich ganz gern den extra starken, da hat man ein bisschen mehr, wenn man das so dreht, ein bisschen mehr Stabilität. Und dann habt ihr hier eben noch dabei alle möglichen Formen, die man sich so vorstellen kann. Also abgesehen von Wolken und Sternchen. Die wichtigsten Formen sind natürlich diese Fensterformen, sage ich jetzt mal. Also da gibt es eben diese Form, die wir heute benutzen. Ihr habt aber auch ein Herz dabei, da seht ihr nachher ein Beispiel. Ihr habt einen Kreis dabei und ihr habt so ein Schild dabei, da zeige ich euch auch ein Beispiel, das eben so ein bisschen für ein bisschen geradere Karten sind. Das Tolle ist, dass die auch alle bestickt sind und dass es dazu noch ganz viele Einzelteile gibt, also zum Beispiel die Herzen. Oder auch dieses Kreiselement. Alles bestickt und schön und besonders. Und Pfeile habt ihr noch dabei und ein kleines Etikett. Also mit diesen Stanzformen, da könnt ihr richtig was reißen, muss ich sagen. Da kann man wirklich sich total austoben. Und ja, mein absoluter Favorit aus dem Jahreskatalog. Genau. Wir stanzen noch gleich zusammen. Also das habe ich mir gleich mal draußen liegen gelassen. Und was ich auch schon gemacht habe, ich habe schon ein bisschen gestempelt. Aber da zeige ich euch das auch noch als Trick. Ich nehme jetzt hier das Set kunstvoll koloriert. Das passt eben super zum Designerpapier und ich fand diese Blüte und die Blätter total schön und auch die Punkte. Das hat diese Bestellnummer und mit dem habe ich so ein bisschen die Blüte schon mal aufgestempelt in zwei Farben.
Ebenso die Blätter. Auch mit zwei Farben und einmal mit nur einer Farbe. Das hat eben diesen aquarelligen Look und das habe ich mir dann auch schon ausgestanzt mit den Stanzformen, die dazu passen. Die nennen sich künstlerisch und haben diese Bestellnummer. Dieses Produkt gibt es natürlich auch als Set für 10% Rabatt, also wenn man es gegenüber vom Einzelkauf, deswegen das blende ich euch nochmal ein, wie dann die Nummer ist. Und nachher seht ihr noch eine Hochzeitskarte, da habe ich auch mit diesem Set gearbeitet, da habe ich dieses große ausgestanzt und jetzt habe ich eben die Blüte mit diesem kleinen ausgestanzt und mit den Blättern. Genau. Und bei der dritten Karte, die ich euch zeige, seht ihr übrigens auch noch diese Zweige. Also das habe ich voll eingesetzt. Genau. Und was ich dann als Tipp noch so geben kann, ist, ihr braucht auf jeden Fall Sprüche für diese Drehscheibe. Und da eignen sich besonders gut kleinere Sprüche, je nachdem, welche Form ihr benutzt. Also das ist ja jetzt so die größte Form. Da fand ich ziemlich viele Sprüche, also habe ich ganz viele gefunden. Ganz besonders gut finde ich das Bärenstark. Stempelset, da sind natürlich zum Geburtstag und so ganz süße Grüße, denn das habe ich jetzt auch verwendet. Süße Grüße und genieß deinen Tag, an deinem Tag das süße Leben. Bei dem Set besondere Momente habe ich mir ausgesucht, das Geburtstag. Einen schönen Geburtstag, hier ist es. Was sich auch gut eignet, wäre zum Beispiel zauberhafte Grüße, dieses Set. Da sind auch schöne Sprüche drin, schöne Schriften. Oder wenn ihr so Sprüche habt, die ganz klein sind, also gerade für die anderen Karten, die ich euch am Ende des Videos zeige, da guckt ihr einfach mal in eurem Stempelregal, was ihr so findet. Da braucht man zum Teil kleinere Sprüche, so klitzekleine Grüße oder wie die alle heißen. Die sind da auch perfekt dafür geeignet. Genau. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal los mit unserem Ganzen, was wir alles haben. Also prinzipiell starten wir ja eigentlich mit dem Stempeln. Und da ist es so, wenn ihr euch diesen Kreis ausstanzt, dann seht ihr schon, habt ihr da so eine kleine Erhebung und seht genau, wo euer Spruch reingestempelt werden kann. Wenn ihr jetzt die Karte zum Beispiel mit dem Herz bastelt, ich mache es so, das erkläre ich euch am Schluss. Ich lege mir das jetzt nochmal hin als Erinnerung, ich hoffe, ich vergesse es nicht, wie das dann am besten geht, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Herzform verwendet. Das machen wir dann am Ende, da erkläre ich das als kleinen Tipp noch. Genau. Also bei dieser Form, bei dieser Fensterform, sage ich jetzt mal, da sieht man einfach super, wo man da die Sprüche reinstempelt. Und da habe ich jetzt einfach in Tannengrün, damit es wieder zur Grundkarte passt, ja, diese Bestellnummer, diese drei Sprüche schon mal reingestempelt. Also ganz easy, wie man halt Sprüche stempelt. Und was ich euch heute zeigen wollte, war zum Beispiel, wie man diese zweifarbige Blüte zum Beispiel macht. Deswegen, wir stempeln jetzt auch ein bisschen. Ich würde halt immer mit dem Stempeln anfangen oder mit dem Stanzen. Vielleicht sogar mit dem Stanzen, dann habt ihr die Scheibe schon mal und könnt die schön bestempeln. Ich zeige es euch jetzt mal anhand von den Blättern. Genau, und von der Blüte, dass wir die einfach einmal aufstempeln. Hoppala, habe ich noch schnell einen Stempelblock. Und habe es jetzt so gemacht, da habe ich jetzt tatsächlich als Farbe Tannengrün und grüner Apfel verwendet. Also als Papier habe ich ja jetzt Farngrün, aber da würde ich. Ich finde die Blätter total schön mit diesem grünen Apfel, das mir nur rauskommt. Genau, und da habe ich es jetzt mal so gemacht. Also normalerweise mache ich es ja mit Schwämmchen, zeige ich euch auch gleich. Aber hier habe ich es so gemacht bei dem Blatt. Ich bin einmal ein bisschen in das Apfelgrün gegangen. Ihr könntet das jetzt einmal abstempeln. Und dann bin ich einfach noch so ein bisschen irgendwie in mein dunkleres Stempelkissen gegangen, also in dem Fall im Tannengrün. Habe das abgestempelt und habe dann hier so einen zweifarbigen Stempel, der irgendwie total cool aussieht, finde ich. Also ich fand das total schön. Und wie ich es normalerweise immer mache, also ich habe für die Blume noch eine alte Farbe verwendet, Pfirsich pur. Ich finde, das ist sehr ähnlich zu Papaya, deswegen habe ich die mal benutzt. Und dazu noch Blutorange. Also wenn ihr Papaya habt und kein Pfirsich, dann könnt ihr das so auch nehmen. Da mache ich es dann immer so, dass ich mir erstmal die Farbe aufnehmen in der helleren Farbe und dass ich mir dann einfach ein Schwämmchen schnappe und das in dem Fall jetzt Blutorange einfach so ein bisschen außen rum tupfe und ein bisschen in die Mitte. So. Und das dann einfach abstempel und dann habt ihr so einen wunderschönen zweifarbigen Blütenabdruck. Ihr könnt jetzt auch noch den zweiten auf ein anderes Stück noch verwenden. Also da kann man auch noch ein bisschen einen helleren Akzent dann schaffen und so. Also da tobt euch gerne aus mit euren Farben und was ihr so habt. Und so bekommt ihr hier diesen wunderschönen
Effekt mit dieser zweifarbigen Blüte hin. Genau. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt schon ausgestanzt und jetzt können wir eigentlich schon an diesen Grundaufbau, um den es ja eigentlich bei dieser Karte hauptsächlich geht, loslegen. Ihr könnt euch natürlich auch noch die Innenseite so gestalten. Da habe ich auch das mit den Blättern genauso gemacht und noch ein paar Punkte dazu. Das sieht, finde ich, total schön aus. Und mit dem fange ich jetzt an, dass ich mir das einfach mit Flüssigkleber einmal innen reinklebe. Na, was ist da los? Ich habe doch heute schon mit dir gebastelt. Kommt nichts raus. Jetzt. Jetzt kommt natürlich zu viel raus. Also, erstmal die Innenseite reinkleben. Mit einem kleinen Rand. So. Und dann können wir uns vorne drauf auch schon mal unser farngrünes Papier draufkleben. Das kommt ja so im Hintergrund. Und dann sind schon mal ein paar Papiere, die so rumfliegen, verarbeitet. Und alles andere machen wir jetzt zusammen. So. Und wie gesagt, wir stanzen ja jetzt auch. Ich stanze mir jetzt hier mein Fenster. Und jetzt bei dieser Karte habe ich mir gedacht, mache ich es jetzt mal andersrum, dass dieses Design ist ja jetzt oben, also dieser schöne Hintergrund. Okay, und bevor ich jetzt weitermache, stemple ich mir auf der Kartenfront auch noch ein bisschen was. Und zwar möchte ich mein Fenster so setzen, dass es ungefähr hier so ist, dass ich dann die Blüte hier noch so ein bisschen oben drüber machen kann. Weil ich das immer ganz schön finde, wenn man diesen Verschluss dann nachher, diesen Punkt nicht sieht. Und wenn ich das ungefähr so gestalte jetzt mal, vom Prinzip würde ich ganz gerne hier unten noch so ein bisschen was hinstempeln. Ich glaube, ich würde in den Hintergrund nochmal die Blüte machen. Also einfach nochmal mit dem gleichen Prinzip. Mit den Schwämmchen, das hätte ich jetzt gleich machen können. Also ich nehme mir nochmal erstmal die hellere Farbe auf. Nehme mir dann mein Schwämmchen und mein Blutorange. Und gehe mir in den Hintergrund nochmal ein bisschen mit diesem Blütenelement. So. Das gefällt mir ganz gut. Und mein Blatt würde ich jetzt dann auch noch ein kleines bisschen da unten hin machen. Ja, so vielleicht. Habe ich jetzt den grünen Apfel nochmal gestaltet. Und diese Punkte, die da dabei sind, in Tannengrün. Also die würde ich auf jeden Fall damit einbauen. Gerne auch ein bisschen drehen und manchmal nur ein paar Punkte, nicht zu viele. Dann kann man sich das so ungefähr vorstellen vom Spruch. Genau. Und diese dunklen Punkte, die mache ich auch noch sonst ein bisschen hier oben auf dieses Design mit drauf, dass sich das da einfach wiederfindet. Genau, so ein bisschen. So vielleicht, das ist ja so ein bisschen diagonal, aber hier oben eben auch in diesen ganzen Hintergründen wiederfindet. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Und dann könnten wir uns auch schon gleich unser Fenster reinstanzen. Ich räume hier nur ein bisschen auf. Okay, und jetzt lege ich mir das nochmal so hin, wie ich mir das ungefähr gedacht habe. Und orientiere mich in der Mitte, ist ja dieser Punkt, da kann man das genau einhängen. Ich zeige euch das gleich nochmal nach. Kurbel mir das jetzt einmal aus. Also total easy. Und habe jetzt hier mein Sichtfenster drinnen. Und wie gesagt, der Punkt ist ja von Anfang an drin. Da könnt ihr euch super orientieren und könntet euch das so positionieren, wie euch das ganz gut gefällt. Ich mache das jetzt mal so nach unten. Okay. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir die Karte einfach mal zusammen. Und dann gibt es noch ein paar Tipps. Genau. Also, ich habe hier mein Feld und jetzt machen wir es so, dass wir uns zuerst mal die Drehscheibe hier anbauen und dafür brauchen wir so kleine Spreizklammern und ich habe Gott sei Dank noch eine gefunden. Ich habe mir die nämlich schon bestellt, die gibt es jetzt auch bei Stampin' Up. Da gibt es ganz süße, kleine, weiße, schwarze, eckige und kreise und Gott sei Dank hatte ich noch diese hier, weil die sind nämlich noch nicht da. Die habe ich erst heute bestellt. Natürlich können die heute noch nicht da sein, aber eine habe ich noch von meinen alten und so kann ich mir das einfach hier festmachen.
Und gerade diesen großen Punkt versuche ich immer zum Verdecken. Wenn mir dann die kleinen weißen von Stampin' Up! Haben, dann kann man den vielleicht auch sichtbar lassen und das ein bisschen anders gestalten. Aber so fand ich das jetzt immer ganz schön, wenn da was drüber war, über dem Element in der Mitte sozusagen. Genau, und jetzt habe ich mir das einfach nur dahin geklemmert, auf der Rückseite aufgemacht und dann hat man jetzt schon diesen tollen Effekt. Und jetzt wird das Ganze eigentlich nur noch zusammengeklebt und zwar mit einer zweiten Ausstanzung. Die muss auch nicht genau gleich groß sein. Also ihr seht, ich habe hier ein bisschen was sogar nicht gestitcht, also die sind ein kleines bisschen kleiner. Es geht nur darum, dass das Ganze einfach ein bisschen stabiler ist und dass man dann hier die Scheibe schön drehen kann. Das fand ich ein bisschen einfacher so und deswegen klebe ich mir das jetzt noch zusammen. Müsst ihr nicht machen, aber gerade wenn ihr mit Designerpapier arbeitet, würde ich das wirklich empfehlen, weil das sonst ein bisschen labbrig ist. Seht ihr, das ist halt dünn. Deswegen stanze ich mir dieses Element einfach zweimal aus und kann mir das dann noch unten reinkleben. Wichtig ist natürlich, Scheibe jetzt nicht ankleben. Die muss natürlich noch drehbar sein. Also ein bisschen Achtung mit dem Flüssigkleber und mir das Ganze dann aufeinander kleben, so dass es genau übereinander klebt. So. Gut anstreichen. Wie gesagt, da unten, das war ein bisschen, war mein Papier ein bisschen zu kurz, aber das macht jetzt nichts. Und dann kann man testen, ob man sich das gut drehen kann. Funktioniert perfekt. Und dann können wir uns das Ganze jetzt aufkleben. Und ich schnappe mir da einfach die Dimensionals und klebe mir da wirklich großzügig und so, dass es überall schön erhaben ist, meine Dimensionals drauf. Ihr könnt auch diese großen Klebestreifen nehmen. Die gehen natürlich auch in der Mitte was rein, dass es nirgendwo durchhängt. So. Also die großen Klebestreifen, die gehen auch. Die sind, glaube ich, sogar aber noch ein bisschen höher. Seht ihr nachher auf meinen Beispielkarten, habe ich auch mit denen gearbeitet. Die, wo man normalerweise für diese Schüttelkarten nimmt. Ich mache mir nur die Deckfolie aus. Also diese hier, die könnt ihr euch ja zuschneiden, die Streifen. Die sind natürlich auch super für die Karte geeignet. Genau, dann klebe ich mir das hier schon mal drauf. Schön mit Rahmen. Müsste passen. Genau, und dann nochmal testen, ob alles funktioniert. Und das ist super, weil das ist schön stabil. Und also das finde ich perfekt. Könnte man theoretisch sogar schon so lassen. Mit diesem Drehmechanismus ist die Karte ja schon total besonders. Und ja. Aber jetzt wird noch ein bisschen dekoriert. Da schnappe ich mir jetzt meinen Papierfalter, gebe der Blüte noch so ein bisschen Schwung, ein bisschen Welle. Seht ihr das von oben immer ganz gut, glaube ich. Mache mir dann den Hintergrund noch ein Dimensional. Dann nehme ich mir jetzt diese Mini-Dimensional, weil das passt jetzt zufällig da gerade perfekt auf mein Bobbel da drauf, auf diesen, ich sag mal da, und klebe mir das hier noch so ein bisschen drüber. Und da können wir nochmal in der Dimensional unten reinkleben, dass es nicht ganz so in der Luft hängt. So, ja, so ist es gut. Und diese beiden Blätter, die biege ich mir auch so ein bisschen in Form. Das finde ich immer total schön, wenn man das noch ein bisschen bearbeitet. Und die kleinen kann ich dann hier als Deko noch schön anbringen. Bin gerade am Überlegen, ob ich so mache oder doch wieder so. Ja, ich glaube so machen wir das doch, oder? Da kann ich jetzt auch einfach muss in meine, ach, die habe ich hochgenommen. Die kann ich mir jetzt auch einfach mit der Menschen ankleben, das ist jetzt egal. Die passen trotzdem noch ganz gut unter die Blüte rein, weil die ja noch ein bisschen erhöht ist an der Seite mit dem wegen dem Verschluss von der Karte. So. Sieht schon ganz hübsch aus, wie ich finde. Bisschen was fehlt noch. Ich hatte ja bei der anderen Karte hier unten so ein Schleifchen dran. Hier ist mir jetzt irgendwie der Bereich schon ganz schön hell. Das Schleifchen habe ich total vergessen. Wenn ihr das machen wollt mit dem Schleifchen, dann macht euch das Schleifchen vorher hin, bevor ihr euch diesen doppelten Drehaufleger aufklebt. Müssen wir jetzt gucken, was wir da noch hinmachen. Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, also nur noch ein paar Glitzis. Da schnappe ich mir jetzt diese hier. Ich glaube, das reicht dann schon. Die Karte ist ja trotzdem ein totales Highlight. Und welche nehme ich? Die Glitzis oder die? Ich glaube, ich nehme diese durchsichtigen. Die finde ich immer total schön.
Ja, die sind noch gut. Kann man da oben noch eins hinsetzen? Vielleicht noch mal ein kleines irgendwo. Drei reichen. Ich hätte noch die Schleife machen wollen. Die habe ich jetzt total vergessen. Aber egal. Ihr könnt es ja dann machen. Und was ich jetzt noch verwende, einfach noch so ein bisschen Glitzy zum Schaffen. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Ist der Wink of Stella natürlich. Und damit glitzere ich noch so ein bisschen die Blüte ein, die Blätter. Muss gar nicht viel sein. Und sogar noch so ein bisschen von diesem tollen Aquarellpapier im Hintergrund. Einfach, dass das alles noch so ein ganz kleines bisschen Glitzer und Funkeln hat. Die Blüte hier unten noch, die Blätter. Ich würde euch an der Stelle auch noch einen Tipp einblenden, wenn euer Wink of Stella mal leer ist, hier oben unter dem weißen i, dass ihr den ja nicht wegschmeißt. Den kann man noch super weiter verwenden. Genau, und schon haben wir eine total schöne Karte, finde ich. Eine ganz edle Karte mit diesem tollen Mechanismus. Und dass sich die Sprüche ändern. Also ich finde, die Karte ist einfach total schön. Ich mag das. Und ich finde es jetzt auch cool, dass es so ein bisschen dezenter ist. Sieht ganz anders aus als die andere Karte, oder? Nur weil man es mal ein bisschen verändert hat. Also krass. Ja. Hier habe ich mit den Perlen gearbeitet. Und da jetzt eben mit diesen größeren Steinchen. Ich finde es schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch gut. Also die Sprüche sind auch die gleichen. Und wie gesagt, innen eben auch ein bisschen gestempelt. Das macht sich nochmal sehr gut, finde ich. Also das sind meine Kartenideen für heute. Und jetzt gibt es eben noch ein paar Tipps und noch zwei wunderschöne andere Ideen. Also die erste Idee ist eine Kombination aus einer kleinen Verpackung und aus einer schönen Karte. Wundert euch nicht, also diese Verpackung, die gibt es erst im Herbst-Winterkatalog. Ich weiß nicht genau, wann dieses Video online geht, weil ich ja gerade sehr stark am Vordrehen bin. Die Box habe ich jetzt einfach zur Karte gestaltet, weil die halt so süß ist, so eine kleine Pillowbox. Die gibt es als fertige Form dann und mit Magnetverschluss ist die jetzt verschlossen. Ja, habe ich nur mal dazu gebastelt. Es geht ja eigentlich um die Karte. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, auf jeden Fall mal die Blätter, weil ich gerne eine herbstliche Karte machen wollte und weil ich so eine kleine Aufmunterungskarte machen wollte. Da fand ich die Sprüche sehr schön. Mit dem Spruch, jedes Blatt kann sich wenden, dann eben hier mit diesen Glanzfolien. Ja, das Ganze noch total edel gestaltet und dann eben die Sprüche. Weißt du was, du bist zauberhaft. Kleiner Aufmunterer für dich. Und ist mal alles zu viel, lass einfach los. Das passt eben perfekt zu diesem, jedes Blatt kann sich wenden. Innenrein habe ich es auch noch ein bisschen gestempelt mit den Punkten und mit so einem Blatt noch drauf geklebt. Also einfach eine sehr herbstliche Variante oder einfach eine Aufmunterungskarte. Fand ich jetzt ganz schön von den Farben und von dem Ganzen. Und hier habe ich eben, wie ihr seht, diese rechteckige Öffnung für die Sprüche genommen. Und da fand ich das gar nicht so schwer, dass man da Sprüche findet. Genau, und bei der dritten Karte habe ich jetzt das Herz verwendet. Und da fand ich es ein bisschen schwierig mit den Sprüchen. Also da habe ich viel zu meinen alten Stempeln gegriffen und geguckt, was ich da so finde. Wie gesagt, da habe ich auch viel aus so klitzekleinen Grüßen und sowas rausgenommen. Habe jetzt hier einmal den frisch vermählten in diesem Herz. Und dann alles Liebe und Gute. Das hätte ich auch noch ein bisschen weiter nach oben stempeln können. Und für immer als dritten Bereich. Und hier innen drin ist der Spruch gesucht und gefunden in Liebe verbunden aus dem Pfingstrosen. Genau, dann hier vorne dieses große Element in Weiß, diese kleinen Herzchen, die sind in diesen Stanzformen von diesem Dreh dabei. Ich hoffe, ihr seht die überhaupt, die sind ja auch so gestitcht. Und da habe ich zum Beispiel so ein Herzchen über diesen Verschluss nochmal geklebt, ja, dass man den nicht sieht. Und dann fand ich das ganz schön, wenn sich das hier so wiederfindet. Es schaut jetzt im Bild hier sehr dunkel aus. Ich weiß nicht, wie es dann im Film fertig rauskommt, aber es ist eigentlich Brombeermus, also ein schöner lilaner Ton. Der Hals hat das aber jetzt nicht so schwarz, wie es im Bildschirm gerade im Moment ausschaut. Und was ich dann noch gemacht habe, diese kleinen Herzen habe ich vorher auch nochmal ausgestanzt aus diesem Grundpapier. Einfach hier oben und hier unten nochmal hin. Also das ist ausgestanzt, ist nicht draufgeklebt. Das fand ich auch noch ganz witzig. Und zwei der Herzen könnt ihr dann gleich verwandeln. Und das dritte dann noch dazu. Hier sind so Glitzersteinchen drauf, die noch so funkeln. Und ja, fand ich auch eine sehr schöne Karte. Aber fand ich von den Sprüchen ein bisschen schwieriger. Innenrein habe ich auch noch ein bisschen gestempelt, Herzen aufgeklebt. Da ist es
nächste noch, also ich habe da ein bisschen mehr von den kleinen Herzen ausgestanzt. Und dieses große Herz ist quasi dieses Innenteil, dass man da auch noch super unterkriegen kann. Genau. Und was ich euch jetzt hier als Tipp noch sagen wollte, ist, wenn ihr jetzt diese Sprüche aufstempelt mit diesem Motiv, wenn ihr da so eine Drehscheibe habt, dann legt euch ruhig das Herz noch oben drüber. Also ihr stellt euch jetzt vor, das ist eure Drehscheibe und ihr wollt jetzt da diesen Bereich mit dem Spruch stempeln, dann legt euch das Herz wirklich hin, nehmt euren Spruch, das habe ich leider gar nichts, also beispielsweise das wäre der Spruch, legt euch das Herz hin und stempelt es dann ab. Dann habt ihr wirklich den Bereich, den ihr treffen müsst. Also das könnt ihr ruhig auch als Muster nehmen, damit ihr dann wisst, wo ihr hin müsst mit eurem Spruch. Und da eben eher ein bisschen in den oberen Bereich vielleicht gehen, je nachdem, wie lang euer Spruch ist, dass man den dann noch gut lesen kann. Und so tut man sich da einfach leichter. Genau. Aber an sich, also alles total schöne, absolut individuelle Karten, total flexibel einsetzbar. Mit allen Sachen, die ihr schon im Schrank habt, könnt ihr da wirklich viel spielen und rumprobieren. Und ja, da entstehen wirklich ganz, ganz schöne Karten, wie ich finde. Also ich finde, das macht total Spaß und ich bin mir sicher, es kommen jetzt da noch ganz viele Ideen dazu. Das war jetzt nur mal so der Anfang, dass ich euch einfach mal ein paar verschiedene Sachen zeige. Aber eine Babykarte zum Beispiel dafür könnte ich mir super vorstellen. Oder egal was, also zu jedem Anlass kann man das umgestalten und ist immer ein Highlight und immer was Besonderes. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich finde das total schön, dieses Set. Und das wollte ich schon immer mal haben und sowas in der Art. Und deswegen freue ich mich total, dass es jetzt im Sortiment ist und dass ich das jetzt eben, ja, dass es auch gar nicht so schlimm ist. Also manchmal sind ja solche Karten, die was können, so extrem aufwendig, dass man die dann zweimal bastelt und dann nicht mehr. Und bei der Karte ist es anders, da geht es einfach rucki-zucki und man sucht sich einfach seine Sprüche zurecht und dann, ja, der Rest kommt von allein, finde ich. Ja, ihr Lieben, also ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, da freue ich mich sehr drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!